Lass die Spiele beginnen. Zum Staffelfinale müssen Isa und Caro die Meisterprüfung ablegen. Das sieht ganz anders aus. Dafür fühlt Vanessa Mai den beiden noch mal ordentlich auf den Zahn. Lol! Harte Fakten, künstlerische Ausbrüche und intime Einblicke. Ist das Own Your Magic Studio bereit für die Übergabe? Oha, ich sehe schon wieder eine Challenge auf uns zukommen, oder? Ja, oder ein Umschlag. Eure Reise neigt sich langsam dem Ende zu. Das große Staffelfinale zelebrieren wir mit Vanessa Mai. Hi, ich bin Vanessa Mai. Ich komme aus Backnang. Bin Sängerin und freue mich hier zu sein. Hallo! Wir spielen heute tolle Spiele, wo die beiden ein bisschen Fingerfertigkeit beweisen müssen, ein bisschen Wissen manchmal auch. Das große Staffelfinale zelebrieren wir mit der Own Your Magic Game Show. Ich war nicht zimperlich. Was war Alex Marias Mitbringsel? Wow. Ihre Lego-Blume. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Noch zwei andere? Oh. Nagellacke. Ja, Nagelkoffer. Ja, das ist aber nicht alles, ne? Sondern? Lippenstift. Oh. Lip-Lecker. Die Lip-Lecker. Unsere Lip-Leckers. Das war so der krasse Moment. Yeah. Yes! That's right. Woran kann man Julian und Marian unterscheiden? Muttermal. Marian hat hier ein Muttermal. Nicht Marian, Julian. Glaube ich. Scheiße. Ich habe hier ein Muttermal. Wusste ich gar nicht. Und Muttermal fängt ja mit M an. Marian fängt auch mit M an. Get it? You understand? Und Julian, hast du irgendwo ein J? Hab ich nicht. Scheiß auf mich, zählt. Welche Haarfarbe hatte der Mitarbeiter von Café de Paris? Was ist das für ein Wassermann, Leute? Schwarz. Nein, falsch. Hallo. Hi, hi, hi. Cool. Die hatte safe schwarze Haare. Die waren schwarz. Die waren pechschwarz. Braun. Von der Verlobung welcher Stars wusste Jochen Schropp als erstes? Katy Perry. Jochen. Ich war einer der Ersten, der von Katy Perry erfahren hat, dass sie verlobt ist. Sie ist jetzt mit Orlando Bloom verheiratet und hat ein Kind. Das weißt du? Das weißt. Ja, natürlich. Promi-Sachen weiß ich. Welche Hausnummer hat das Own Your Magic Studio? 31, hier steht drauf. Ehrenstraße 31. Er muss ja jedes Mal mit dem Taxi hinfahren. Wer hat mit euch Lippenstifte im Testroom an die Grenzen gebracht? Moni. Moni. Und dass ich dann kontrolliere, ob dieser Lippenstift es überlebt oder nicht. Sag mal, Caro, was ist los? Brauchst du einen Kaffee? Ja, bitte. Welche Songs hat Elif performt auf der Opening Party? Unter meiner Haut. Ja, mein Lieblingssong von Elif. Sing doch mal. Nee. Das überlasse ich Elif. Was war eure erste Challenge? Matcha machen. Ja. Das Kaffee steht heute Matcha auf der Tageskarte. Magst du Matcha? Nein. War richtig scheiße. Nein, das hat gut geschmeckt. Der Matcha war scheiße. Beides war scheiße. Cheers, ne? Cheers. Prüßchen. Was stand auf dem Schloss von der Hohenzollernbrücke? Own Your Magic. Yeah, right. Ich habe es mitgenommen, weil alles, was geht, ziehe ich hier ab. Ich darf das behalten. Welche Farbe hat Naomis Heels bei der Stadtrundfahrt? Türkis. Wow, nein. Was hatte die denn? Vielleicht Creme? Woo! Wie heißt eure Immobilienmaklerin Melissa mit Nachnamen? Melissa, liebe Grüße an dich. Ich habe es vergessen. Hello, ihr drei. Das qualifiziert mich definitiv absolut gar nichts zur professionellen Maklerin. Joker. Hallo. Telefon-Joker. Kalei. Ja. Wie lautet Sandras Insta-Handle? Selfie-Sandra. Ich bin Sandra Sandy Selfie-Sandra und bin hier heute zu ich Gast. Ich bin kein Make-up-Profi, aber ich gebe mein Bestes. Also kannst du das eigentlich gar nicht? Welche Farbe haben eure Lip-Lecker? Nude und Alt-Rosé. Ich nehme den da. Nude tun immer. Was siehst du bei dir? Eine Mischung aus Rosé und Nude. Und die Bezeichnung? Nummer 73. Fast. 072? Ah. 074? 071? 70. 070 Hottie und? Wusste ich gar nicht, dass die Namen haben. Irgendwas mit Sweet. Ach, bin ich Sweet Devil. Es gab mal eine Plattform, die hieß Quick. Und da hieß ich Sweet Devil 77. Sweet Talker. Erstes Spiel dann. Caro, noch ein bisschen ausbaufähig. No? Isa ist schon gut dabei. Wir kommen zur Runde 2. Ladies, jetzt heißt es ran an die Farben. Ihr malt gegenseitig ein Porträt aus Nagellack von euch. Kann ich das einfach so abpausen? Oh, das mache ich. Ich malte so richtig schöne schwarze Augenbrauen. Warte, du siehst aus wie Angry Bird auf jeden Fall. Oh mein Gott! Warte, was haben wir hier noch für Farben? Nein! Nee, das ist aber perfekt.
Ich finde, das ist sehr findest du? Ja, finde ich. Vielleicht ist Caro eher so die, die denkt mal einfach kurz nach. Ne? Was ist jetzt am einfachsten? Wie komme ich einfach und schnell zum Ziel? Egal, wie es danach aussieht, aber. Deine Lippen, die machen wir jetzt so rosa. Ach, Freckles brauchen wir noch? Ja. Süß. Das sieht ganz anders aus. Nee, das sieht aus wie du. Ich finde schon, dass es aussieht wie Isa, Leute. Gar nicht so lachen da auch im Hintergrund. Also ich war am Anfang ein bisschen kritisch, aber ich finde, Caro, jetzt wird es schon Isa. Guck mal. Ja, und Isa war so, ich mach einfach, ich spring rein, mal gucken, wie es wird. Ich mach das schon geil, überzeugt gewesen. Bei Isa fand ich sehr beeindruckend, wie kunstvoll es war, wie sie das schon gehalten hat und wie sie so geschwungen hat und so. Hätte man meinen müssen, dass sie das öfter gemacht hat. Dabei macht es Caro öfter, weil sie Kinder hat. Cool, aber dann ist es wirklich schön geworden. Aber ich finde trotzdem, das sieht dir schon auch ähnlich. Das sieht so null aus wie du, ist das krank, die Haare, sag ich. Ein wahres Kunstwerk braucht natürlich die Signatur seines Künstlers. Ich würde mir beide Fotos ins Schlafzimmer hängen. Wir spielen Magic Secrets und das spielen wir ohne Buzzer. Es wird persönlich und geheimnisvoll und ihr verratet mir bitte alles von euch, ja? Caro, ja. Zeig uns deine letzte WhatsApp-Nachricht von dir. Gerade eben, vor einer Sekunde. Gerade eben? Gerade eben, ich hab's dir weggedrückt. Sag mal, kannst du das mal ernst nehmen? Meine Inneneinrichterin hat geschrieben, hey Caro, die Frage ist, ob du ein WC mit eingebauter Po-Dusche haben möchtest. Nein, mach eine das nicht. Toilette. Vanessa Mai sagt, nein, brauchen wir nicht. Welche drei Emojis beschreiben eure Magic Journey? Einmal das Mikro. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, unser Lip-Sync. Lip-Sync for your life. Jetzt kommst du. Herz-Smiley, weil wir uns ins Herz geschlossen haben. Oh. Was im Own Your Magic Studio passiert? Bleibt im Own Your Magic Studio. Klassiker. Und wir machen direkt weiter mit Pantomime. Zahnspange. Vampir. Vampir-Lifting. Ja? Wow. Host. Eingangshalle. Bereich. Verkaufsbereich. Regale. Wand. Kommode. Hör auf damit! Immobilienpreis. Immobilienmarktwert. Immobilienmarkt. Mann, diese Immobilie. Immobilienmakler. Ja! Ja, 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 ja. Buch, Schrank. Schrauben. Was war das? Kannst du mal bitte langsamer? Handwerker. Bild hinhängen. Schraube. Willst du? Mach noch mal die erste Bewegung, die will ich sehen. Schrank. Schlüssel. Schrankschlüssel. Safe. Ah, Schloss. Unser Own Your Magic Schloss. Vorhängeschloss! Das Haus von Nikolaus. Oh, der Umschlag, der mindestens ja, steht zwar Umschlag! Alter, auf das ist so. Ich habe hier einen schwarzen Umschlag. Scheint nicht wichtig zu sein. Da kommt was geflogen. Oh, kannst du nicht werfen? Aber da kommt schon wieder was. Wie der Umschlag geworfen wurde. Am besten greift mal jemand nach dem Umschlag. Oh Gott. Hey, schön, wie sachte. Oh, also, bist du aufgeregt vom Vorlesen? Mich schockiert gar nichts mehr. Bild. Endlich wurde ich nicht getroffen. Ja, ich kann werfen. Und er fange nicht. Apropos Umschlag, wir kommen jetzt schon zur Challenge. No Guts, No Glory. Wir durchleben nochmal euer Magic Journey. Yay. Reim ein Zweizeiler, der eure Own Your Magic Reise am besten beschreibt. Sie ist süß wie Honey. Ich mach lieber Money. Oh! Das Geld ist die Kirsche, ja. Money! Also du willst zocken und Spaß haben und du willst Umsatz machen. Cash auf die Kralle! Content, Content, Content. We go international. Was heißt, wir lieben Catrice auf Simlish? So, so. So, so. Oh, so, 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 Mama. So, so, Mama. Catrice. Catrice. Wie oft schafft ihr es, Lip lecker hintereinander fehlerfrei aufzusagen? Lip lecker, 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 Lip lecker. Zehnmal. Lip lecker, Lip lecker, Lip lecker, Lip lecker, Lip lecker. Schon vorbei. Den Gesichtsausdruck, den ihr macht, wenn ihr Lip-Syncen müsst. Können wir bitte einmal auf Caro ganz nah gehen? Die macht es nämlich richtig in die Hose, glaube ich. Wow. Lip-Sync kann ich nicht, tanzen kann ich nicht. Wie geht's dir? Oh mein Gott, ich finde es so krass. Caro hat hinter meinem Rücken über mich gelitten.
Der war so, ich töte euch. Den Sound, den du machst, wenn du in die Zimtschnecke beißt. Ich bin riesen Fan von Zimtschnecken geworden. Die Zimtschnecken, die schmecken so. Ja. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Oh. Das war ein anderer Sound. Den Move, den du machst, wenn Elif als Surprise Act auftritt. Elif ist heute Abend auch da. Ich werde auch für euch singen. No way. No Guts, No Glory. Das Spiel habt ihr bestanden. Weiter geht's. Die nächste Runde wartet. Wir spielen Charade. Wir fangen an mit Zeichnen. Wein. Flasche. Der Weinmann. Der mit K anfängt wegen Karo Kawa. Kubunda. Kubunda. Ich hab das Wort noch nie vorher gehört. Kubunda. Ein Ohr. Oh, ein Gesicht. Ich, du. Meine Haare. Ist so schwer, Mann. Scheiße. Auge. Nein. Sleek Look. Ja! Okay, das wird ja auch ein Comic jetzt. Get ready with me. Wer ist kracht und pfeift? Noch fünf, vier, drei, zwei, ein. Was ist das? Oh, das mit der Sprechblase ist gut. Jetzt müsste es vielleicht. Ne? Make-up-Hilfsstunde von einer Visagistin. Oh, das lassen wir gelten. Typberatung. Yay! Yeah. Yeah. Oh, das? Eierstock. Oh shit, wie sieht denn das aus? Haare, Frisur, Mokuhila. Ah! Ein anderes Wort dafür? Mullet. Noch nie gehört. Oh Mann. Coco. Ziemlich an. Coco. Coco. Yeah. Fingernagel. Nagelhaut. Nagelfeile. Fingerfeile. Fingerpinzette. Fingernagel. Fingerhaut. Überschüssige Fingerhaut. Nagelhaut. Hä? Huh? Hautpinzette. Du hast es schon eigentlich tausendmal gesagt, es gibt nur einen Begriff dafür. Ach so, ich weiß, das ist Maniküre. Nagelhautentferner, du. Das ist dieser Stift dafür. Das geht nicht mit der Schere. Smash or pass heißt die nächste Runde. Own your magic, own your beauty. Hey, die sind geil. Ja, bitteschön. Ich weiß, wer sie wieder klaut. Frag nach und dann nehme ich es mit. Hier ist so viel Stuff. Ich werde alles mitnehmen. Boah, die ist aber geil. Die will ich auch haben. Ich werde alles rippen. Ich glaube, so ein Ding kostet 500 Euro. Kannst du das auch haben? Ich würde das Sofa mitnehmen. Werden wir das hier verwenden? Darf ich das haben? Haare selber färben. Schon mal gemacht? Make-up nach Verfallsdatum weiter benutzen. Do-it-yourself Gesichtsmasken. Zu viel Aufwand. Ja, ich bin da auch eher gemütlicher. Grauburgunder. Mach nichts Falsches. Danke. Party im Exile. Oh. Deutschland-Tour im MTV-Van. Wie findet ihr die Karre? Oh mein Gott! Ja. Flyer verteilen. Das ist der Part, wo ich mich drücken werde vor. Oh, schon schrecklich. Eine unangenehme Situation für mich. Ich würde am besten mich verschwinden lassen. Unterweg weit. Eislingen. Eisling? Alter, was mache ich hier, Catrice? Das war Smash or Pass. Ihr dürft nun Hand anlegen. Verwandelt eure Puppenköpfe in Magic Doll. Caro und Isa, Zeit für eure Meisterprüfe. Alright, Girls, bitteschön, die letzte Challenge. Hier sind eure Köpfe, meine zwei Sisters. Du machst Red Carpet, du machst Y2K. Na denn, ich mach ein Sleek Look. Was machst du? Queen. Fertig, ich hab das Thema gerne. Spaß. Y2K. Red Carpet, ne? Die Grammys sind jetzt. Kennt ihr das, wenn so Friseure die ganze Zeit durchgehen? So. Oh, shit. Nein, aber ein Sleek. Haargummi beim Red Carpet ist ganz gut. Wir machen den einfach nachher drumherum mit so einem Haargummi. Meine würde flüchten. Ist das krank. Oh, ist mir warm. Ich meine, das Gute ist an der Neuzeit, dass es ja alles auch ein bisschen anders sein kann, ne? Es ist alles anders. Guck, das verstecken wir hier. Das ist schon ein bisschen Messi-Haar da oben, ne? Das machen wir gleich. Also ich muss ehrlich sagen, bei Isa sieht es ganz gut aus. Oh yeah. Ja, das sieht gut aus. Guck mal hier.
Welcher Red Carpet ist denn, Caro? Das darfst du mir jetzt sagen. Caro und ich kommen ja aus dem Schwabenland, so das verbindet einfach sofort. Die Schwaben-Connection war sofort am Start. Wo würdest du so eine Frisur tragen? Das ist von Influencern. Ist das dann eher so? Die Tastatur geht nicht, ne? Jan, ich brauch dich. Das krieg ich ja nicht so. Nein, ist nicht schlimm, hat nicht wehgetan, ist gegen meine Haare geklatscht. Genau. Also, warte. Das war nicht meine Idee, ich schwör. Ja, gut, da hab ich jetzt einen Streifen. Regie. Regie, wir brauchen Hilfe. Schau, was lacht. DJ? Hit it. Tilo, jetzt mach doch! Kommt immer wieder der neue. Wir wollen nicht nur über. Was? Ein langer Teig. Tag. Oh, gut. Catrice. Nee, unser Magic. Was neu? Oh, am Set! Und das weiß an dieser Stelle keiner. Und wir gehen weiter in die Werbepause. Ich war nicht zufrieden. Guck mal hier, Y2K. Was ist das? Volume Herbe. Das hättest du haben können. Fixing Spray, das ist doch was für dich. Kannst du noch mehr? Noch mehr? Drauf. Bisschen messy. Ey, ich finde, Y2K ist schon mal sehr gut getroffen. Ich mache eine Wette mit dir. Der nächste Red Carpet gehst du so. Ich gehe so, ich gehe so. Das Geile ist bei Y2K, dass es richtig schlimm aussehen kann. Ja, es darf immer ein bisschen trashy aussehen. Habe ich das Auge getroffen? Ja, es schimmert schön. Ja, doch. Was machst du? Hübsch. Ich finde es wunderschön. Guck mal, ich würde so gehen. Oh, ich finde, ein bisschen Glitter kann auch noch rein, oder? Ah ja. Willst du blaue Haare? Ich habe der Puppe einen Y2K-Look verpasst mit Space Buns und ganz viel Glitzer und Blau. Und ich glaube, ich habe die Challenge verloren. Jetzt keine Augenbrauen. Das hört. Dann mach doch nur so buschige. Dann ist es so richtig so Statement, weißt du? Und ich durfte einen Red Carpet-Look kreieren. Fand Vanessa jetzt nicht so gut. Ich hatte Statement-Augenbrauen, wie du sie auch trägst heute. So, meine zwei Sisters sind ready. Die geht nicht auf den Red Carpet. Wow. Die kommt gleich mal ein Video drehen, die ist gut. Die würde ich auch umlaufen. Was sie auf jeden Fall verbindet, ist, dass es beides Frauen sind, die ihre Magic own. Also die wirklich im Leben stehen und wissen, was sie wollen oder wo sie hinwollen oder zumindest, was sie nicht wollen. Und ich finde das maximal wichtig. Meisterprüfung bestanden. Es wird Zeit, die Schlüssel abzugeben. War super. Ja. Einmal ein Schlüssel. Oh, das Schlüssel fürs Studio. Yin und Yang oder Puder und Pinsel ergänzt ihr euch perfekt und potenziert so eure ganz persönliche Magie um ein Vielfaches. Meisterprüfung abgelegt. Ihr seid jetzt offiziell bereit, den Store in die Hände von Catrice zu geben. Hier kommen eure ersten Mitarbeitenden. Wir haben die Catrice Crew wieder gesehen. Wir sind da, um den Schlüssel abzuholen. Wir haben drei Leute wieder gesehen. Moni. Nedim. Alles fit. Vanessa. Und wir brauchen natürlich auch euren Input. Liebe Catrice Crew, blicken wir nochmal zurück auf die gemeinsame Reise von Caro und Isa, wie sie ihre Challenges gemeistert und dabei einen kühlen Kopf bewahrt haben. Haltet alle jetzt die Fresse. Oh, Magic. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lass los, ich bin Ahnung. Oh, es kracht. Oh, es kracht. Es kracht und pfeift. Es kracht und pfeift. Naja, ich mach alles mit. Jede Schandtat bereit. Krass, wir machen das wirklich. Noch richtig aufgeregt. Oh, mir wird ganz warm. Feierabend, gibt's einen Kaffee? Geil, geil, geil. Dann ist hier kein Service, dann ist hier eine Selbstbedienung. Den Lebensstift gibt's an Reihe 7. Also das geht alles in meinem Kopf gar nicht rein. Ich muss diese letzten 24 Stunden wirklich verarbeiten. So, pinch me, please. Gut, zwei chaotische CEOs. Das ist unser Schlüssel. Den übergeben wir jetzt in gute Hände. Wer nimmt ihn an sich? Gerne ich. Moni. Passt gut auf unser Baby auf. Das tun wir. Man muss natürlich schauen, dass nichts wegkommt. Aber solange Isa nicht da ist, alles gut. Immer ein Kontrollbesuch, oder? Ich verpiss mich jetzt erstmal. Heute war richtig viel los. Ey, 069, ihr müsst alle hierher kommen. Own Your Magic Studio, vielen, vielen Dank. It's a wrap.
Catrice, MTV, vielen Dank für diese Reise. Danke für alles. Danke dir. Danke, dass ich Caro kennenlernen und treffen durfte. Danke an Family and Friends, die uns dabei auch begleitet haben. Oh, wir werden rausgeschmissen. Ich glaube auch. Okay. Feierabend. Tschüss. Ciao. Adios, amigos. Oh. Die Schlüssel sind übergeben. Lass mich checken. Ein paar Tränchen verdrückt. Was für eine wilde Reise. High five, Isa. Wir danken Caro, Isa und all unseren Gästen. The only Naomi. Herzlich willkommen in Höllefornia. Jochen Schropp. Ab geht die Post. Melissa Kahler. Okay, ich weiß, was hier zu tun ist. Alex Maria Peter. Ich habe auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Julian und Marian. Das wird ein Fest, Leute. Elif. Melle. Häufe. Frauenpower. Paul Rübke. Ich wollte mich hier bewerben. Sophie Sandra. Siswi Sondi. Vanessa Mai. Hallo. Und vor allem euch. Fürs Daumendrücken, Mitfiebern und Supporten. Own your magic.